Jetzt steuern wir auf die nächste emotionale Begegnung zu. Iris Klein, 56, ist letzte Woche in den Container von Promi Big Brother eingezogen und hat sich dort nach monatelanger Funkstille erstmals mit ihrem noch jemand Peter Klein, 56, konfrontiert. Eine kurze Aussprache hat bereits stattgefunden, aber die beiden sprechen kaum miteinander. Der große Bruder fordert sie nun heraus, sich bei einem gemeinsamen Bad im Holzwhirlpool an die schönen Momente ihrer Ehe zu erinnern und dabei brechen bei Iris die Dämme. Zwischen quietschgelben Badeenden entfaltet sich ein leidenschaftliches Gespräch zwischen den beiden Auswanderern aus Mallorca. Statt über die angenehmen Erinnerungen ihrer Beziehung zu plaudern, dreht sich die Konversation wieder um die Trennung und angebliche Affären des Malers. Ich kann nicht über die schönen Momente sprechen, wenn es so viele schlechte gab. Du hast alles weggeworfen, wofür, wirft die 56-Jährige ihrem ehemaligen Partner mit Tränen in den Augen vor. Peter weicht seiner Ex aus, er möchte nicht schon wieder darüber reden, jetzt geht es nicht darum, es geht um die schönen Dinge. Er erinnert sich zum Beispiel an ihren fantastischen Urlaub in Amerika. In ihrer ersten Aussprache fand Peter noch liebevolle Worte für Iris. Sie war nicht nur meine Frau, sondern auch meine beste Freundin. Ich habe alles mit ihr geteilt, sagte der 56-Jährige, während seine noch Ehefrau erneut mit den Tränen kämpfte. Sie betont, dass sie mittlerweile bereut, wie emotional sie auf die Trennung reagiert hat. Taucht mit uns in die aufwühlende Geschichte dieser prominenten Begegnung ein.